Er hat die Kriegsgefahr lange vor dem Ersten Weltkrieg gesehen, hat gewarnt, dagegen angeschrieben. Alfred Hermann Fried. Er gilt als Begründer der Friedensbewegung, entwickelte die erste pazifistische Theorie, bereitete das geeinte Europa vor. 1911 bekam er als zweiter und bis heute letzter Österreicher den Friedensnobelpreis und ist völlig in Vergessenheit geraten. Fried galt als Narr. Eine Welt ohne Krieg durch Friedenskonventionen, die Vereinten Nationen von Europa, ein internationaler Sicherheitsrat. Hätte er Gehör gefunden, wären die Katastrophen des 20. Jahrhunderts womöglich nicht geschehen. Der Weltfrieden. Damals schien es eine absurde Idee. Noch heute klingt es wie eine Utopie. Doch etliche von Frieds Gedanken sind Wirklichkeit. Nur weiß kaum jemand, dass es seine Ideen waren. Alfred Hermann Fried gehört 1918 zu den prominenten Kriegsgegnern. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, wird er gejagt. Der Hochverratsprozess droht. Seine Bücher und Zeitschriften werden verboten. Fried flieht in die Schweiz. Jahre des Exils liegen vor und die Trümmer seines Lebens hinter ihm. Die Bibliothek, das Geld, alles bleibt in Wien zurück. Die Welt geht in Flammen auf und er schaut auf sein Leben zurück. Es erscheint ihm wie ein einziges Scheitern. Er hatte Temperamentsausbrüche, er hat Leute angegriffen. Er hatte so viele Ideen, die er nicht umsetzen konnte, dass er im Grunde auch ein sehr nervöser, sehr unruhiger Mensch war. Ich glaube, er war seiner Zeit zu weit voraus. Es konnten seinen Gedankengang die Leute nicht folgen. Man konnte auch nicht daran glauben, dass das, was er im Kopf hat, sich eines Tages verwirklichen ließe. Er war eine missliebige Person in Wien. Das heißt, man hat ihn akzeptiert, aber nicht gefördert. Denn er war ja der Kritiker. Der Alfred Fried war ein Mensch, der in seiner Kindheit und Jugend ein sehr schwieriges Leben hatte und der sich an dieser Idee des Friedens und des Pazifismus und der Friedenswissenschaft wirklich zu einer Persönlichkeit entwickelt hat. Wien, Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist Hoffnung, Arbeit, Fortschritt und zieht die Fremden magisch an. Abertausende kommen. Die Bevölkerung Wiens verdoppelt sich damals binnen 25 Jahren. Frieds Eltern gehören dazu. Sie kommen 1863 aus Budapest. Ein Jahr nach der Ankunft wird der erste Sohn geboren, Alfred Hermann. Die Ziegelböhmen sind die größte Gruppe der Zuwanderer, gefolgt von den Juden aus der Bukowina und Ungarn, wie die Frieds. Damals passen sich die Fremden in Windeseile der neuen Heimat an. Herkunft, Kultur und Sprache werden abgestreift. Assimilation bis zur Unkenntlichkeit. Dennoch sitzt die Fremdenfeindlichkeit in Wien tief. Fried wurde wahrscheinlich absichtlich vergessen, weil er ein Jude war. Zu dem damaligen Zeitpunkt war der Antisemitismus in Österreich und besonders auch in Wien noch gang und gäbe. Und es war einfach vielfach unvorstellbar für die Leute, die antisemitisch gedacht und eingestellt waren, dass ein Jude einen Nobelpreis kriegen kann. Fremd waren sie, manchen Leuten erschienen sie fremd, sie hatten eine andere Religion, sie hatten teilweise auch eine andere Sprache, sie waren zu gerastet, Leute, die gekommen sind von armen Gebieten. Und dann sind sie auch drauf gekommen, dass sie sehr gescheit sind und dass sie sehr tüchtig sind. In den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts gelingt die Gleichstellung der Juden in Österreich. Das bedeutet Freiheit bei Ausbildung, Berufswahl und Grunderwerb. Vielen gelingt der Aufstieg. Sie werden eine beeindruckende Generation hervorbringen. Von der Etablierung träumen auch die Frieds. Da war so ein gewisser Zweckoptimismus dann
oft dabei, musste vielleicht auch dabei sein, um nicht völlig zu verzweifeln. Das hat er auch schon von seinen Eltern mit übernommen. Die haben ja auch in dieser schweren Situation, in der sie ihre 8 Kinder durchbringen mussten, immer gekämpft. Das hat er auch immer bewundert an seiner Mutter. Alfred Hermann Fried ist 3 Jahre alt. Da tobt kaum 300 Kilometer von Wien entfernt eine erbitterte Schlacht, die den Gang der europäischen Geschichte verändern wird. Bei Königgrätz treffen die Heere Preußens und Österreichs aufeinander. Insgesamt 400.000 Soldaten. Tausende sterben binnen Stunden. Also ich glaube, gerade Königgrätz hat eine Wirkung einer klassischen Entscheidungsschlacht. Und es geht um die Vorherrschaft. Wer wird dieses Deutsche Reich wieder begründen? Werden es die Hohenzollern sein aus Preußen oder werden es die Habsburger sein? Und diesbezüglich gibt es einen sehr, sehr starken politischen Gegensatz, eben in diesem Mitteleuropa, in diesem Deutschen Bund. Und es sind die Preußen, die natürlich ganz gerne eine eigene Lösung finden wollen, ohne Österreich. Und die Österreicher berufen sich natürlich auf alte historische Rechte. Die Habsburger waren ja fast immer deutsche Kaiser gewesen. So schnell schießen die Preußen nicht. In Königgrätz war das ein fataler Irrtum. Die Preußen konnten ihre modernen Zündnadelgewehre liegend nachladen, während die Österreicher mit ihren Vorderladern nach jedem Schuss stehend zur Zielscheibe wurden. Königgrätz gilt als Zäsur. Kriege werden nun durch technischen Vorsprung gewonnen. Das industrialisierte Töten hat begonnen. Die Eisenbahn bewegt Massentransporte. Strategien und Befehle werden telegrafiert. Zum ersten Mal gibt es reale Bilder der Verwundeten. Doch noch kann sich niemand die Welt ohne Krieg vorstellen. So war die Welt gewickelt. Man wollte doch fremde Gebiete erobern, die Kontinente aufteilen, andere Staaten unterwerfen, sich Reichtum verschaffen durch Eroberung, anderen das Land wegnehmen, Völker vertreiben, alles Mögliche war da drinnen. Selbstverständlich, in dieser Mentalität, eine Mentalität, die im Prinzip eine Kriegsmentalität war. Wir müssen schauen, wie viele Kriege damals stattgefunden haben, wie viele heute noch stattfinden. Es ist ja ohnehin ein Wunder, dass es eine Zone wie Europa gibt, in der man heute sagen kann, der Friede ist gesichert. Die Welt ahnt in jenen Jahren, dass Kriege durch die Technik immer furchtbarer werden. Ein Umdenken hat begonnen. Die Toten und Verwundeten der Schlacht von Solferino erschütterten den Schweizer Henri Dunant derart, dass er alles an die Gründung des Internationalen Roten Kreuzes setzte. Alle sind Brüder, war das Motto, unter dem die Verwundeten versorgt und die Toten bestattet wurden. Dem Roten Kreuz folgte die Genfer Konvention. Erste Versuche, dem Krieg ein humaneres Gesicht zu geben. Der Krieg selbst galt nach wie vor als unvermeidlich. In streng hierarchischen Gesellschaften hat man nicht sehr viel Bewegungsspielraum. Das ist entweder hopp oder drop. Du tust das und wenn du es nicht tust, wenn du gegen die Gesetze verstößt, zack, bist du draußen. Im schlimmsten Fall Kopf ab. Und mit der Entwicklung von Demokratien gab es immer mehr Menschen, die gesagt haben, Moment mal, es geht ja nicht nur darum, dass die da oben uns sagen, wie wir uns zu verhalten haben, sondern wir müssen eine Meinung und eine Haltung entwickeln. Wien hat sich nach Königgrätz gemausert. Deutsches Geld ist ins Land geflossen. Atemberaubendes Bautempo, Fortschrittseuphorie. Der Kaiser gibt sich liberal und lässt Großunternehmen und Banken freie Hand. Familie Fried ist Teil des Aufschwungs. Sie leben im Nobelbezirk Döbling. Der Sohn geht aufs Privatgymnasium. 1873 fiebert Wien der Weltausstellung entgegen. Jeder spekuliert, Aktienkurse und Immobilienpreise galoppieren. Am 1. Mai öffnet die Weltausstellung, doch niemand kommt, weil die Cholera ausgebrochen ist. Am 5. Mai kollabiert eine Bank in Budapest. 4 Tage später platzt die Immobilienblase. 100 Insolvenzen an einem Tag. Die Polizei schließt die Wiener Börse. Der schwarze Freitag von 1873. Tausende stürzen nach dem Gründerkrach ins Elend. Auch die Frieds.
Hals über Kopf verlassen sie Döbling und ziehen zu Verwandten in die Leopoldstadt. Ob sich Samuel Fried verspekuliert hat oder ob es eine Firmenpleite war, ist nicht genau feststellbar. Sicher ist, dass sich die Familie von dem Absturz nicht mehr erholen wird. Der Vater wird keine Arbeit mehr finden und bleibt ein gebrochener Mann. Die Familie lernt nun bitterste Armut und Hunger kennen. Immer wieder helfen Verwandte aus, doch die drückende Not überschattet Frieds Kindheit. Irgendwie treiben die Eltern das Schulgeld fürs städtische Gymnasium auf. Doch Alfred Hermann Fried lernt schlecht, muss eine Klasse wiederholen. Dumm ist er nicht, nur nicht anpassungsfähig. Er lernt seinen eigenen Stoff, füllt winzige Notizbücher mit seinen Wissenssammlungen. Er hat die Kurzschrift für sich entdeckt, gewinnt als Elfjähriger sogar einen Stenografiewettbewerb für Erwachsene. Der Schulweg entlang des Donaukanals. Zu Hause warten die traurige Mutter und die hungrigen Geschwister. Er vertreibt sich die Zeit mit Lesen. Ergatterte Zeitungen, ein erstes selbstgekauftes Buch. Buchhändler will er werden, weil er dann immer nur lesen kann, glaubt er. Fried lernt schon mit 11, 12 Jahren, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Fried hat als Kind und neben der Schule arbeiten müssen. Er ist in den Prater gegangen, hat dort beim Walfisch, das ist ein Lokal, das heute noch existiert, hat dort gearbeitet, indem er Brezeln verkauft hat, indem er Tischabräumer war und indem er auch im Praterviertel Stiegen gereinigt hat. Und ich glaube, das hat ihn sehr geformt. Er hat gewusst, was Arbeit ist. Als Kind hat Fried wie damals alle Buben am liebsten Krieg gespielt. Preußen gegen Franzosen, wobei niemand der Franzos sein wollte. Mit 13, 14 setzt die Wandlung ein. In seinem Tagebuch schreibt er über einen Kasernenhof. Die Rekruten erscheinen ihm wie Marionetten, gebrochen, um ihren eigenen Willen gebracht. Unbehagen. Schließlich findet er, Glanz durch Kriegstaten sei historisch überholt. Fried als Jugendlicher. Heutzutage liegt der Ruhm einer Nation nicht mehr im Siegen, sondern in der Kunst und Wissenschaft. Fried schreibt in seiner Autobiografie, er wurde Pazifist noch bevor es das Wort gab. Frieds autobiografische Notizen werden wie sein gesamter Nachlass im Archiv der UNO in Genf aufbewahrt. Das verhasste Gymnasium hat er abgebrochen. Fried wird Buchhändler. Kaum ist die Lehre beendet, hält ihn nichts mehr in Wien. Mit 19 verlässt er seine Heimatstadt, die ihm nichts als Not und Elend bedeutet. Die Familie wollte ihn nicht gehen lassen. Er schien zu unreif, um sich der Kontrolle zu entziehen. Außerdem haben alle von seinem Lehrgeld gelebt. Fried hat sich zum ersten Mal durchgesetzt. Seine große Chance, eine Stelle in Berlin. Also gerade in seinem Tagebuch, auch als Jugendlicher, hat er schon geschrieben, er möchte sich aus dem Schlamm emporarbeiten, er möchte nach oben kommen, vorwärts kommen. Und da war die Hoffnung die Metropole Berlin. Berlin ist in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ein kleines Amerika, voller Glücksritter und Aufsteiger. Alles ist weiter als in Wien. Der Verkehr schneller, die Kaufhäuser größer, die Industrie erfolgreicher. Es ist die Stadt der Zeitungen und Verlage. Und Fried fühlt sich genau richtig hier. Hilfe hat er nicht auf seinem Weg nach oben. Dabei hätte ihm die jüdische Gemeinde durchaus ein Netzwerk sein können. Die emanzipierten Juden Berlins dominieren das intellektuelle Leben. Als er dann da war, hat er 3 Jahre in verschiedenen Buchhandlungen als Buchhändler gearbeitet.
und sich aber schon konzentriert darauf, dann einen eigenen Verlag zu gründen. Und das klappte auch sehr schnell. Die Familie in Wien platzt fast vor Stolz. Mit 24 Jahren Verlagschef. Der Verlag Alfred H. Fried bringt Bewährtes und Neues, Literarisches und Politisches. 20 Werke mit 60 Bänden in den ersten 3 Jahren. Ein besonderer Glücksgriff, das Lexikon der fremdsprachigen Zitate, von Fried selbst herausgegeben. Bildung verkauft sich bestens in diesen Jahren und so folgt Ähnliches von deutschen Autoren. Das Geld für die Verlagsgründung war freilich nur geborgt. Fried hat einen vermögenden Kompagnon im Boot, von dem er nichts hält. Ständig wird gestritten. Die Atmosphäre wird explosiv, zumal Fried inzwischen mit der Schwester des Kompagnons verheiratet ist. Nach 3 Jahren kracht es und die Geschäftsbeziehung ist zu Ende. Nach der Trennung von seinem Kompagnon ist der Verlag aufgeteilt worden. Und Fried hat den moderneren Teil übernommen, den experimentellen Teil auch, der aber eben nicht so hohe Käuferzahlen erwirtschaften konnte. Und dadurch, dass er selber eben kaufmännisch nicht so versiert war, ist der Verlag dann schließlich bankrott gegangen. Fried führt penibel Buch über seine Ausgaben. Jeder Pfennigbetrag wird aufgelistet. Es nützt nichts. Drückende Schulden gehören in den nächsten Jahren zu seinem Leben. Die Ehe mit der Schwester des Kompagnons bringt ihm kein Glück. Die Braut habe nichts außer der Wohnungseinrichtung mit in die Ehe gebracht, klagt Fried in einem Brief. Hinauf heiraten, dieser Plan ist gründlich daneben gegangen. Es wird schon bald unerträglich zwischen den beiden. Die Schulden und der Streit um den Verlag dürften die Situation immer stärker belastet haben. Frieds Ehe scheitert nach wenigen Jahren. Dass Fried finanziell keinen Boden unter die Füße bekommt, hat viele Gründe. Einer ist die Familie in Wien. Noch immer herrscht das Elend. Die Schwester klagt in ihren Briefen, ob schlechtes Gewissen oder Verantwortungsgefühl, Fried schickt ein Drittel, manchmal gar die Hälfte seiner Einkünfte nach Wien. 1891, Fried ist 27, ändert sich sein Leben schlagartig. Er sitzt unter den Linden in einem Café und liest Zeitung. Baronin Bertha von Suttner, die Gründerin der österreichischen Friedensbewegung, soll in Rom reden. Eine Friedensorganisation in Österreich? Ein internationaler Kongress von Friedensfreunden? Fried ist elektrisiert. Er greift sofort zum Bleistift und schreibt noch am selben Tag einen Brief an die Suttner, voll begeistert. Er möchte sie einladen, dass sie gemeinsam eine Zeitung herausgeben. Die sollte heißen Die Waffen nieder. Und sensationell, man muss sich das vorstellen, am 2. November geht der Brief weg, am 5. ist die Antwort von Suttner schon da. Er kannte sie nicht und ist davon ausgegangen, dass er es mit einer reichen Frau zu tun hat, die ihn dann auch finanziell unter die Arme hätte greifen können. Sie selber hat das auch gedacht von ihm, dass er nun ein bedeutender Herausgeber ist, der ihr Projekt unterstützen kann. Und so sind sie beide am Anfang davon ausgegangen, in dem anderen eine große finanzielle Hilfe zu finden und mussten dann im ersten Halbjahr feststellen, dass dem nun auf beiden Seiten gar nicht so war und beide gar kein Geld hatten. Und sie haben es aber dann gemeinsam trotzdem versucht und gesagt, sie schaffen das schon. Der kleine Roman Die Waffen nieder war ein entscheidender Impuls für die Friedensbewegung und machte Bertha von Suttner international bekannt. Die dänische Verfilmung von 1914 gilt als erster Antikriegsfilm. Er geriet in Vergessenheit, weil er während des Ersten Weltkriegs verboten war. Die Waffen nieder erzählt in fiktiver Tagebuchform die Geschichte einer Gräfin, die in der Schlacht von Solferino ihren ersten Mann verloren hat. Ihr zweiter Mann ist auch Offizier.
Die Gräfin bangt immer wieder um sein Leben, während er in Königgrätz und auf weiteren Schlachtfeldern kämpft. Dass der Krieg eine Mutprobe für Männer sei, zieht die Heldin der Geschichte immer mehr in Zweifel. Bertha von Suttner hat mit der Tagebuchform eine unmittelbare, authentische Wirkung erzielt. Und so haben die meisten Menschen damals gedacht, das ist ein autobiografischer Roman. Und für mich ist das Faszinierende und Begeisternde an diesem Buch, dass sie genau beschreibt, wie jemand, der aus einer völlig anderen Weltordnung kommt, wie sie einen Geisteswandel durchmacht. Und das finde ich das Wunderschöne. Und ich glaube auch, dass das viele Menschen, wenn sie das Buch gelesen haben, bestärkt hat in ihrem Wunsch, in sich selber auch sich zu entwickeln. Während die Gräfin auf dem Schlachtfeld nach ihrem verwundeten Mann sucht, vollzieht sich ihr endgültiger Wandel zur Pazifistin. Die Waffen nieder geißelt das Kriegsheldentum als Heuchelei. Das war eine Parole. Aber ein Gebäude, wie man das weiterentwickeln kann, von den Waffen nieder, sondern wie es dann weitergehen soll mit dem Frieden, das ist bei ihr noch zu kurz gekommen. Aber de facto war sie die Ziehmutter des Frieds. Er war ja an ihrer Seite. Und von ihr hat er schon den zündenden Gedanken gehabt, da muss man mehr tun als nur die Waffen nieder. Bertha von Suttner und Alfred Hermann Fried werden ein Team. Zunächst ein sehr ungleiches. Sie gibt Ratschläge, er befolgt sie. Immerhin trennen die beiden außer der Herkunft 21 Lebensjahre. Das erste Ziel ist die Revue Die Waffen nieder, aus der später die Zeitschrift Die Friedenswarte wird, die älteste Antikriegszeitung der Welt. Die Suttner bringt ihre guten Kontakte und ihre Prominenz ein, der Fried seinen Elan, sein Organisations- und Schreibtalent. Und allmählich wächst Alfred Hermann Fried über seine Mentorin hinaus, wird klarer in seinen Gedanken, wird zum Friedenswissenschaftler. In der Entwicklung des Menschen zu einem friedliebenden Wesen hatte sie noch sehr viel mehr diese romantische Vorstellung, diese emotionale Vorstellung. Und Fried hat gesagt, davon müssen wir weg. Wir müssen eine Wissenschaft daraus machen. Wir müssen, das hat er den revolutionären Pazifismus genannt. Und er hat gemeint, wir müssen eine Veränderung in den Grundlagen, die zum Krieg führen können, herbeibringen. Wir müssen uns dafür einsetzen. Sein Motto: organisiert die Welt. Für Fried ist der Gedanke so bestechend, dass er grenzenlos optimistisch an seine Mission geht. Der Pazifismus braucht ein Podium, die Friedenswarte. Die Zeitschrift wird Frieds wichtigstes Projekt. Er lädt unterschiedliche Autoren ein, kommentiert, schreibt unzählige Artikel, oft unter wechselnden Pseudonymen. Ein kommerzieller Erfolg wird die Friedenswarte freilich nie. Fried rüttelt mit seinen Vorstellungen an den Grundfesten der Gesellschaft. Mit dem Absolutismus, einem gottgewollten Kaiser als Herrn über Krieg und Frieden, ist seine Idee von internationalen Friedensorganisationen unvereinbar. Realisierbar ist sie nur in Demokratien. Der Fried hat genau gewusst, wenn man Frieden erzielen will, dann muss man stufenweise vorgehen und man muss es institutionell machen. Man kann nicht nur Parolen schaffen, man muss Institutionen schaffen, Organisationen schaffen. Und er hat ein ganzes Friedensgebäude aufgebaut, das de facto heute zum großen Teil vor uns steht als verwirklicht. Es grenzt fast an ein Wunder, dass es die Friedenswarte noch immer gibt. Mehr als einmal in ihrer Geschichte war sie verboten, musste sie außer Landes gehen, konnte sie für kurze Zeit nicht erscheinen. Das Heft hat heute eine Mini-Auflage, ist defizitär und doch der ganze Stolz des Verlegers, der in Fried einen großen Vorgänger sieht. Das war damals sehr mutig. Er hat sich im Grunde selbst hochgearbeitet
um in eine solche Position zu kommen, eine solche Zeitschrift zu gründen. Er war auch selbst Verleger. Er war also nicht nur Herausgeber der Zeitschrift, sondern hat auch das finanzielle Risiko getragen. Und das war nicht so einfach zu der damaligen Zeit. Insofern muss ich sagen, Hut ab, das war eine tolle Leistung. Die Friedenswarte ist heute eine wissenschaftliche Publikation, eher an Konfliktforschung als an klassischer Friedensforschung orientiert. Themen wie Armut oder Klimawandel werden kontrovers diskutiert und in ihrem Einfluss auf Friedensfragen analysiert. In der Wissenschaft im Moment fehlen solche Persönlichkeiten, die einer Sache verpflichtet sind und ihre Person im Hintergrund halten. Bei Fried war es so, er hat es erreicht, etwas zu schaffen, was ja nun von der Wirkung her nicht ganz so war, wie wir uns es gewünscht hätten, aber von der Idee her so angelegt, dass man sagt, es wäre schön, wenn wir noch mehr solche Leute in der Wissenschaft antreffen würden. Fried macht den Frieden zum Beruf. Er wird der erste Friedensjournalist, verfasst insgesamt rund 1000 Artikel für alle möglichen Zeitschriften. Er wird der Multiplikator sämtlicher Friedenskongresse, das Sprachrohr der Friedensvereinigungen. Ein Höhepunkt der jungen Friedensbewegung, die erste Haager Konferenz. Auf Anregung des russischen Zaren ringen 26 Nationen um die Frage, wie Konflikte friedlich ausgetragen werden könnten. Fried ist zunächst der Reporter vor Ort, später der Herausgeber aller wichtigen Dokumente der Konferenz. Der Fried hat den Weg ja vorgezeichnet, weg mit dem nationalen Stolz, weg mit den Nationen, zu einer Internationalität kommen, zu einem gegenseitigen Überspringen der Grenzen, Wegdenken der Grenzen, zu einer Verschmelzung der Interessen. Das war sein großes Ziel und das wurde natürlich von der damaligen Politikergeneration gar nicht geteilt und von den Bürgern auch weitgehend nicht verstanden. Muss ich mir nur vorstellen, mit welchem Enthusiasmus die Leute in den Ersten Weltkrieg gegangen sind, auf allen Seiten. Die haben sich gefreut, dass es Krieg gibt. Nicht, bis sie dann draufgekommen sind, wie furchtbar das ist. Der Krieg, seit der Antike der Vater aller Dinge. Gegen dieses vermeintliche Naturgesetz schreibt Fried an. Absoluter Frieden kann in der Welt nicht existieren. Aber es muss etwas anderes geben als den militärischen Frieden, den Waffenstillstand zwischen zwei Kriegen. Laut Fried verhindert der pazifistische Frieden den Krieg, weil statt Waffen Staatenorganisationen sprechen. Fried analysiert die wachsende Rüstung in Europas Staaten. Hellsichtig weiß er, dass die alte Ordnung den dramatischen Veränderungen der Moderne, der Industrialisierung nicht standhalten werden. Er sieht den Zerfall der Monarchien kommen, die Verwerfungen, aus denen massenmörderische Kriege folgen werden. In Leipzig baut sich Deutschland kurz vor der Wende zum 20. Jahrhundert ein gewaltiges Monument. Das Völkerschlachtdenkmal erinnert an 1813, die Niederlage Napoleons. Es war die größte Schlacht der Menschheitsgeschichte, bis zum Ersten Weltkrieg. Gegen die Franzosen kämpften damals Russen, Österreicher, Schweden und Preußen. Deutsche starben auf beiden Seiten des Schlachtfeldes. Das Denkmal sollte nun die Einheit der jungen Nation beschwören. Fried sieht, welche Gefahr Deutschland darstellt. Dieses labile, auf Blut und Eisen gegründete Reich. Er weiß, dass der Frieden in Europa in Gefahr ist, solange sich Deutschland und Frankreich als Erbfeinde sehen. Frieds Vision, die Vereinten Nationen Europas. Der Superstaat, der über nationalen Interessen steht. Frankreich und Deutschland haben innerhalb von 70 Jahren dreimal Krieg geführt.
Daraus sind zwei Weltkriege entstanden. Also das sind ja tolle Erkenntnisse, die der Fried noch nicht hatte, aber die der Fried vorausgeahnt hat, dass es nie zum Frieden kommen wird können, wenn man Interessen nicht verschmilzt. Und die verschmolzenen Interessen haben wir heute in einem weitgehend erreicht in der Europäischen Union, die ja bereits eine Wirtschaftsunion und eine auch weitgehende Währungsunion ist. Aber der Fried hat darüber auch noch hinausgedacht. Der Fried hat auch gewusst, dass Wirtschafts- und Währung nicht genügen. Es muss eine politische Union sein. Und an genau diesem Scheideweg stehen wir heute. Wenn wir die politische Union nicht erreichen, wie sie Fried vorgeschrieben hat, dann werden wir mit der Währungsunion nicht weiterkommen. Die Währungsunion steht ja auf der Kippe die ganze Zeit, weil es keine politische Union gibt. Eine Friedensepoche sind die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg nur in Mitteleuropa. Die Liste der Kriege ist lang. Der Burenkrieg ist 1899 die erste Schlacht, von der es Filmaufnahmen gibt. In der Marokko-Krise von 1905 lassen Frankreich und Deutschland ihre Muskeln spielen. Ob Russland, Japan oder der Balkan, es brodelt an allen Ecken und Enden. Wenn wir uns den ersten Ansatz der pazifistischen Bewegungen ansehen, so haben sie etwas damit zu tun, dass wir plötzlich sehr, sehr gute Dokumentationen von den Schlachtfeldern haben. Das heißt, die zu Hause gebliebenen, die Nichtkämpfenden waren plötzlich mit all dem konfrontiert, was sich auf den Schlachtfeldern eigentlich abgespielt hat. Der Krimkrieg ist da sicherlich entscheidend gewesen. Zum anderen haben wir ja mit dem Übergang zu den wehrpflichtigen Armeen ja für jeden Staatsbürger möglicherweise die Gefahr, in einen Krieg hineinzugeraten und das alles zu erleiden und zu erdulden. Und das hat natürlich ganz, ganz starke Impulse für den Wunsch, nicht in einen Krieg hineinzugehen. Es fehlte zu dem Zeitpunkt ja auch eine pazifistische Theorie. Die gab es eigentlich nicht. Und das ist auch was, was Fried schon in seiner Berliner Zeit begonnen hat, eine Theorie zu entwickeln, die in sich geschlossen war und die überzeugen konnte. Die Theorie des revolutionären Pazifismus hat Fried mehrfach formuliert, am umfassendsten im Handbuch der Friedensbewegung. Sein Manuskript ist eine Friedensenzyklopädie mit historischen und politischen Fakten untermauert. Er sagt, Pazifismus kann nur dann wirklich erfolgreich sein, wenn wir die Wurzeln, die zu Gewalt führen, herausarbeiten und uns mit denen beschäftigen, um die zu verändern. Das Handbuch der Friedensbewegung erscheint in zwei Auflagen und wird für viele Jahre eine Art Bibel der Pazifisten. Doch fromme Wünsche von Friedensaposteln gibt es hier nicht. Fried setzt klare Definitionen an die Stelle von Metaphorik, wissenschaftliche Analysen statt Friedensgebete. Fried hat sehr, sehr viele verschiedene Dinge versucht. Als Erfinder, als Journalist, als Redakteur, als Autor. Er hat unheimlich viele Ideen gehabt, aber er hat nie wirklich Fuß gefasst in der Berliner Gesellschaft. Er ist nie auf einen grünen Zweig gekommen mit nichts, was er getan hat. Und er hat sich auch nie wirklich integrieren können. Berlin hat ihm nichts geschenkt. Sogar aus dem Vorstand der Deutschen Friedensgesellschaft, seiner eigenen Gründung, ist er schnell hinausgedrängt worden. Kein Talent fürs gesellschaftliche Parkett. Nach 19 Jahren in Berlin gibt Fried auf. Zuletzt kommt noch ein privates Problem hinzu. Sein Verhältnis mit der Frau eines Freundes ist aufgeflogen. Ein Skandal. Er war eben gerade durch auch seine finanzielle Situation, durch diese ganze Unruhe in seinem Leben, war er eben auch ein schwieriger Mensch. Zudem ist seine Bemühung, in Deutschland eingebürgert zu werden, abgelehnt worden, was für ihn auch nochmal ein Schlag war. Er hat es um 1900 mehrfach versucht und ist immer abgelehnt worden. So ist er dann doch der Österreicher geblieben, der erfolglose Österreicher ohne akademischen Titel, ohne Geld. Und das hat seine Situation da immer mehr erschwert. 1903 kehrt Fried nach Wien zurück. In die Elendsstadt seiner Kindheit, wie er meint. Doch Wien hat sich verändert und wird ihm nun in den nächsten Jahren tatsächlich Heimat. Elektrizität, Stadtbahn, Sezession,
Die Moderne ist in der Stadt angekommen, die Atmosphäre inspirierend. Fried sucht Gleichgesinnte. Die Intellektuellen sitzen im Café Zentral, damals der geistige Seismograf der Stadt. 250 Zeitungen aus aller Welt führen sie hier. Künstler erledigen ihre Post, kritzeln Ideen auf Servietten, diskutieren im Zigarrenqualm. Arnold Schönberg, Anton Webern, Alban Berg, Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Peter Altenberg, Hugo von Hoffmannsthal. Ein Debattierclub erster Güte, ein Hort gepflegter Feindschaften, die geistige Elite der Wiener Moderne. Das Zentral ist nur einer der Gründe, warum sich Fried in Wien plötzlich so wohlfühlt. Die Berliner Geliebte ist ebenfalls nach Wien übersiedelt. Sie wohnen im Alsergrund, zum ersten Mal in einer gemeinsamen Wohnung. Seine Beziehung zu Therese Frankl war schon eine Liebesbeziehung, eine schwierige Liebesbeziehung, da sie ja die Frau seines Freundes war. Aber beide waren in ihren Ehen unglücklich. Und als die beiden dann zusammengekommen sind, wirklich auch offiziell zusammengekommen sind, 1903, da ist auch dann völlig Ruhe. Also mit dieser Frau ist er wirklich glücklich geworden. Das ist die Beziehung gewesen, die er im Grunde gesucht hat. Aus Fried wird in der Ehe mit Therese Frankl ein anderer. Wird er früher als schwierig beschrieben, gilt er nun als freundlich und offen. In Frieds Nachlass liegen die Liebesbriefe, die er ihr in Zeiten der Trennung schrieb. In den ersten Jahren waren es oft zwei am Tag. Diese Liebe wird bis zum Tod dauern. . 1907 wird Fried Freimaurer. Er hat schon seit Jahren Kontakte zu den Logenbrüdern, hat Vorträge auf ihren Kongressen gehalten. In den Logen herrscht Verschwiegenheit. So finden sich auch bei Fried kaum Notizen zu diesem Schritt. Freimaurer üben Toleranz gegenüber Religion und Herkunft. Auch ihre universelle Friedensidee dürfte Fried angezogen haben. Fried wird in der Loge Sokrates aufgenommen, eine sogenannte Grenzloge. Damals entziehen sich die österreichischen Freimaurer der staatlichen Kontrolle und gründen ihre Logen im Ausland. Die Freimaurer eröffnen Fried eine neue Dimension, den Zugang zu höchsten Kreisen, Möglichkeiten für Vorträge und Publikationen. Österreichs Freimaurer halten das Andenken an Fried bis heute hoch. Der Freimaurertempel im Waldviertler Rosenau ist der einzige, in dem Filmaufnahmen erlaubt sind. Die Loge stammt aus dem 18. Jahrhundert, war lange Zeit vergessen und ist heute Österreichs Freimaurermuseum. Schon in Berlin hat Fried Esperanto gelernt. Er gibt ein Lehrbuch heraus, das viele Jahre das Standardwerk für die Weltsprache sein wird. Esperanto wird in diesen Jahren von vielen Freimaurern gesprochen. Auch die Sozialdemokraten propagieren es. Die Idee dahinter? Sprechen die Völker Europas eine Sprache, verstehen sie sich. Kriegshetze wird schwieriger. Bertha von Suttner war es, die Alfred Nobel Jahre zuvor zum Friedensnobelpreis inspiriert hat. Sie selbst bekam den Preis 1905 als erste Frau der Welt. Anfangs war sie nicht begeistert vom Kandidaten Fried. Zu jung, meint sie, und gibt dann 1911 doch ihren Segen. Als Fried das Telegramm der Nobelpreiskommission bekommt, liegt er haltlos weinend in ihren Armen. Zur Verleihung nach Oslo reist er wegen Krankheit nicht. Also der Kaiser hat nicht einmal mit dem Ohr gewackelt. In Österreich ist es wenig beachtet worden. Ist ja klar, ist er kommt aus dem niederen Stand. Es gab nur wenige Zeitungen, die das beachtet haben, die kurz darüber berichtet haben, es gibt ein einziges Foto von ihm.
Stattdessen kommentiert die Presse in diesen Tagen den bevorstehenden Krieg am Balkan. Fried wird aber von Freunden und Bekannten aus aller Welt beglückwünscht. Es war ein geteilter Nobelpreis und damit nur das halbe Preisgeld. Doch Fried ist frei von Geldsorgen, zum ersten Mal im Leben. Sie ziehen in eine große Wohnung, kaufen vornehme Möbel, leisten sich ein Büro mit Sekretärin. Was Fried noch mehr als der Nobelpreis freut, er wird Ehrendoktor der Universität Leiden. Dr. Alfred Hermann Fried. Endlich. Die lang ersehnte wissenschaftliche Anerkennung. Im Mai 1913 heiratet in Berlin Kaiser Wilhelms einzige Tochter, Victoria Luise von Preußen. Es wird das letzte große Ereignis für Europas Hochadel sein. Die Verwandten aus aller Herren Länder sind zu Gast. Die Kriegsgefahr ist jedem bewusst, aber niemand kann sich einen europäischen Krieg vorstellen. Schließlich sind sämtliche Monarchen verschwistert und verschwägert. Doch die Angst vor Attentaten geht um. Im Juni 1914 besucht Österreichs Kronprinz Sarajevo. Die Gelegenheit für die serbischen Terroristen. Ein Attentat als Fanal für ein unabhängiges Großserbien. Die Bombe verfehlt Franz Ferdinand. Auf einem Umweg kommt sein Wagen aus purem Zufall neben zwei weiteren Attentätern zum Stehen. Trauer um den Thronfolger und seine Frau in Wien. Kaiser Franz Josef wird von allen Seiten bestürmt, zuschlagen, das Königreich Serbien unterwerfen. Es sieht aus wie ein regionaler Konflikt, doch die Bündnispartner stehen bereit. Vergebliche Friedensdemonstrationen. Die internationale Friedenskonferenz in Wien wird abgesagt. Fried hatte sie monatelang vorbereitet. Wir haben einen regelrechten Wirbelsturm, einen richtigen Sog ausgelöst, natürlich durch die Diplomatie, durch die Potentaten, auf der anderen Seite natürlich auch durch die Militärs. Und dieses Verhältnis dieser Gruppen untereinander hat eine derartige, kaum mehr aufhaltsame Dynamik ergeben, dass man eigentlich in diesen Krieg hineingeschlittert ist. Verblasst sind die Erinnerungen an die letzten großen Kriege. Die Mobilmachung begeistert die Massen. Anfangs sieht es nach einem Vergeltungsschlag aus. Doch Russland unterstützt Serbien, Deutschland Österreich. Frankreich tritt in den Krieg ein, Italien, Großbritannien, die USA. Am Ende marschieren 70 Millionen Menschen aus 40 Ländern in den Ersten Weltkrieg. In Österreich ist kein Platz mehr für Andersdenkende. Der Hochverräter Fried bleibt nach Kriegsausbruch in Bern. Er hat keine Ahnung, ob sein Schweizer Exil Wochen, Monate oder Jahre dauern wird. Mit Therese zieht er von einer Pension in die nächste. Bern wird zur Stadt der Exilanten, von der Fremdenpolizei argwöhnisch überwacht. Das Exil tut Fried nicht gut. Zur Untätigkeit verurteilt, stürzt er in Depressionen. Erst als er später für die Zürcher Zeitung schreiben darf, geht es ihm wieder besser. Fried trifft in Bern Bekannte aus der Friedensbewegung. Die Friedensaktivisten sammeln sich in Bern, weil es hier das Internationale Friedensbüro gibt, eine Art Zentrale der Pazifisten. Doch die Zeit der Friedenskongresse und Aufrufe ist vorbei. Fried arbeitet unablässig, gibt Schriften der Suttner heraus, verfasst seine Kriegstagebücher, verlegt weiter die Friedenswarte. Defizite zahlt er nun aus eigener Tasche. Die Carnegie-Stiftung hat die Subventionen eingestellt. 17 Millionen Menschen haben im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, das Ende der Welt von gestern. Fried sieht seine Friedenslehre trotz all dem Elend nicht gescheitert. Er schreibt, es ist nicht wahr, dass der Pazifismus bankrott sei. Wahr ist vielmehr, dass das System der zwischenstaatlichen Anarchie bankrott ist. Es muss einem geordneten Staatensystem Platz machen, um künftige Kriege zu vermeiden. Die Kriegsschrecken scheinen die Völker geläutert zu haben. 1920 schließen sich die Nationen in Genf zum Völkerbund zusammen. Friedensverträge überwachen, bei Konflikten vermitteln. Sie folgen dem 14-Punkte-Plan des amerikanischen Präsidenten Wilson.
Der Plan stimmt fast wortwörtlich mit dem Friedensprogramm von Fried überein. Der ist dennoch vom Völkerbund enttäuscht. Ein zahnloser Tiger, der den nächsten Krieg nicht verhindern wird. Die Voraussetzungen für den Völkerbund waren falsch. Dort saßen Sieger und Besiegte angeblich auf gleicher Augenhöhe, was aber nicht gestimmt hat. Das hat man dann vermeiden wollen bei den Vereinten Nationen, aber hat es gleichzeitig mit eingebaut, das Versagen, indem man im Sicherheitsrat einzelne Mächte mit dem Veto ausgestattet hat. Die Institution, die Fried vorgeschwebt hat, nämlich eine friedenserhaltende und friedensschaffende Organisation, die ist schon da, sie ist nur noch fehlerhaft. Da wird geredet, da werden Papiere erzeugt, da werden Konferenzen abgehalten, aber letztendlich haut einer dem anderen den Schädel ein. Das ist auch noch da, ja. Nur ich sehe eben gar keinen anderen Weg. Das ist ein Prozess. Fried kehrt erst 1920 nach Wien zurück. Er hat gezögert, denn er sieht kaum Chancen für sich und seine Friedenswarte. Wien ist jetzt eine Stadt der Flüchtlinge. Es herrscht Wohnungsnot. Für ein paar Tage kommt er im Hotel Regina unter, unentgeltlich. Er könnte sich hier nicht einmal ein Essen leisten. Fried ist völlig überschuldet. Die Hyperinflation hat sein Nobelpreisgeld längst entwertet. Die Wohnungssuche wird zum Albtraum. Niemand kann oder will ihm eine Bleibe geben. Die Frieds ziehen in eine unbeheizte Gartenlaube. Er schreibt wie ein Besessener für Zeitungen. Schließlich wird er lungenkrank ins Rudolfspital eingeliefert. Am 4. Mai 1921 stirbt Alfred Hermann Fried an den Folgen einer Lungenentzündung. Sein Leichnam wird in Deutschland eingeäschert, da die Feuerbestattung in Österreich noch verboten ist. Die Urne wird von Freimaurern verwahrt und erst 2 Jahre später im Ehrenurnenhain des Zentralfriedhofs bestattet. Das große Ziel, das sowohl der Fried im Auge hatte, als auch alle Leute, die in seinem Sinne nach dem Zweiten Weltkrieg gehandelt haben, das ist ein ungeheures Geschenk für Europa, ein Geschenk auch für die Menschheit. Friede war unbekannt in Europa.